Hi, wenn du alles über Schaltnetzteile lernen willst, dann bist du hier richtig. Heute geht es wieder um den Hochselbststeller. Und zwar wollten wir ja, wie im letzten Video versprochen, dieses Zahlenwertbeispiel durchsimulieren. Ich wollte euch zeigen, wie ihr so eine Simulation aufbaut und wir wollten sehen, ob wir auf die gleichen Zahlenwerte kommen. Wir benutzen für die Simulation das Werkzeug SPICE. Das ist ein sehr weit verbreitetes Werkzeug in der Elektronikentwicklung. SPICE wurde 1973 das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Es wurde in Kalifornien entwickelt an der University von Berkeley. Wir benutzen aber hier eine Version von Linear Technology. Sie heißt LT-SPICE und wurde von Mike Engelhardt entwickelt. LT-SPICE ist Freeware. Ihr könnt euch also das Werkzeug auf der Seite von Linear Technology herunterladen und installieren. So könnt ihr auch dieses Beispiel nachsimulieren. Ich habe LT-SPICE jetzt geöffnet. Hier öffne ich ein neues Simulationsblatt. Als erstes brauchen wir eine Spannungsquelle. Da gehe ich dann hier über dieses Symbol und suche zum Beispiel die Batterie, die ich hier jetzt schon eingegeben hatte. Das ist jetzt unsere Eingangsspannungsquelle. Mit G kann ich ein Ground hinzufügen, also einfach die Taste G auf der Tastatur drücken. Dann seht ihr das Symbol für den Ground, worauf sich P-SPICE bezieht. Also alle Simulationen werden auf diesen Ground, quasi auf diesen Nullpunkt bezogen. Mit Escape komme ich jetzt von diesem Symbol weg und kann L drücken, weil wir noch eine Drossel brauchen. Mit Steuerung R kann ich rotieren die Drossel und sie so passend für den Hochsetzsteller positionieren. Mit D, wir brauchen ja eine Diode, entscheidend eine Diode. Die kann ich wieder mit Steuerung R rotieren in die richtige Richtung für unseren Tiefsetzsteller. Escape wieder drücken. C, unser Ausgangskondensator. Dann lassen wir den ruhig C2 nennen. Ja, und wir bauen auch nochmal einen Eingangskondensator rein, obwohl das jetzt in der Theorie eigentlich nicht nötig ist. Aber wir bauen ihn einfach mal ein, weil wir den später in der Praxis brauchen. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Schalter. Und zwar findet ihr ihn unter Switch oder SW eingeben. So, jetzt rotiere ich mir den erstmal in die richtige Richtung. Und mit E kann ich spiegeln. Also ich möchte ihn so rumliegen haben. So, jetzt kann ich hier erstmal alle verbinden. Ich kann hier einfach durch die Spannungsquelle durchgehen und so die Symbole verbinden. So, jetzt fehlte noch unsere Nutzlast. RA hatten wir ja immer genannt. Ihr könnt jetzt hier im Prinzip auch andere Annahmen eingeben. RA. Das war jetzt 48 Ohm. Machen jetzt mal einen sehr großen Ausgangskondensator mit 10.000 Mikrofarad oder 10 Millifarad. Dann hatten wir eine Drossel von 100 Mikrohenry. Und hier machen wir einfach mal einen Millifarad-Kondensator am Eingang. Und 12 Volt war ja unsere Eingangsspannung. So. Dann schließen wir hier die Steuerung von dem Schalter an. Das hier sind die Steuereingänge für den Schalter. G und dann können wir ein Label mit A eingeben. Label war hier oben das Symbol. Das brauchen wir gleich hier für die Ansteuerung. Dann nehme ich das hier noch Out für Ausgang und In für Eingang.
wirkliche ideale Modelle für die Diode und den Schalter hinterlegen. Also ich nenne diese Diode einfach mal My Diode. Den Schalter nicht, My Switch. Jetzt gebe ich die Modelle für die Diode ein, oder das Modell erstmal für die Diode. Punkt Model. My D, Klammer auf, R on 1 Milli, Ohm sagen wir mal, R off, sehr hoch, 100 Mega. Und eine Durchlassspannung von 1 Millivolt nur. So, jetzt hätten wir die Diode, das Modell für die Diode definiert. Als nächstes gebe ich das Modell für den Schalter an. Einmal mit der Punkt-Model-Anweisung. Dann My Switch. Dann SW für Schalter. Und er hat einen Widerstand, wenn er eingeschaltet ist, von 1 Milliohm. Und wenn er ausgeschaltet ist, nehmen wir einen sehr hohen Widerstand von 100 Megaohm an. Und dann die Schwellenspannung vom Schalter nehmen wir einfach mit 5 Volt an. Und eine Hysterese von 0. So, das wäre das Modell für den Schalter. Dann brauchen wir noch eine normale Spannungsquelle. Und zwar, das wird unser Pulsgenerator. Also der Pulsgenerator hat normalerweise eine Spannung von 0 und wenn er eingeschaltet ist, gehen wir davon aus, dass er 15 Volt hat. Keine Verzögerung. Eine Flankenanstiegszeit von einer Nanosekunde und eine Fallzeit von einer Nanosekunde. Dann haben wir ja einen Tastverhältnis von 75% bei 50 kHz, das war 15 Mikrosekunde und eine Periode von 20 Mikrosekunden. So, alles was schöner positionieren. Also die Spannungsquelle steuert jetzt hier unseren Schalter an. So, dann wollte ich noch eine Anweisung geben und zwar eine Initial Condition und V von Out soll 48 Volt sein. So, und zwar ist das dafür da, dass wir davon ausgehen, dass der Kondensator geladen ist. Also hier an diesem Punkt soll bei Beginn der Simulation 48 Volt sein. Dadurch haben wir besseres transientes Verhalten. Also der Kondensator muss nicht erst aufgeladen werden. So, dann gehen wir hier unter Simulate, Edit Simulation Command. Dann sagen wir Stop Time, sagen wir 1001 Millisekunden, weil der Tiefsetzsteller, also es wären eine Sekunde und eine Millisekunde, weil der Tiefsetzsteller braucht erstmal Zeit einzuschwingen. Maximum Time Setter brauchen wir nicht einzugeben, aber dieses Start-up-Kommando müssen wir machen, damit das Einschwingverhalten besser wird. Also wir können es noch abspeichern, Save, Hochsetzsteller, so. Und hiermit können wir simulieren, Run. Sehen wir hier unsere Schalterspannung.
Das wäre die Ausgangsspannung. V-out. Schon 48 Volt. Okay, ich gebe jetzt ein, dass wir nur die letzte Millisekunde sehen. 1000 Millisekunden. Nochmal simulieren. Also ansonsten könnten wir hier auch nochmal den Punkt angeben mit D. Und nochmal simulieren. Ja, eigentlich ist ja hier nicht der Punkt, wo die Diode ist. Aber ich habe ihn jetzt trotzdem mit D bezeichnet. Aber wir sehen, immer wenn der Schalter aus ist, geht die Spannung auf die Höhe der Ausgangsspannung. Wir sehen, wir kriegen schön 48 Volt heraus. So, jetzt schauen wir in der Simulation, ob die Zahlenwerte stimmen, die wir ausgerechnet hatten. Wir hatten ja einen maximalen Strom von der Induktivität von 4,9 Ampere berechnet. Und einen minimalen Strom wäre ja den Mittelwert minus 0,9 Ampere. Das wäre dieser Punkt 3,1 Ampere. Dann einen mittleren Strom durch die Induktivität hatten wir von 4 Ampere ausgerechnet. Da schauen wir an, ob das jetzt im LT-Spice stimmt. Hier in Rot ist der Strom durch die Induktivität aufgetragen. Den Mittelwert des Stromes kann ich jetzt anzeigen, indem ich jetzt die Steuerung festhalte und dann hier drauf klicke. Und sehe hier dann den Mittelwert von 4 Ampere. Den hatten wir ja eben gerade im Zahlenwertbeispiel gesehen und hatten wir im letzten Video berechnet. So, dann schauen wir nochmal, ob die Maximalwerte stimmen. Da können wir entweder gehen wir hier Doppelklick drauf und haben dann einen Cursor. Und dann gehe ich mal hin, dass ich ungefähr das Maximum treffe. Das wäre hier. Dann Rechtsklick und dann Draw und dann kann ich hier die Cursor Position anzeichnen und sehe, es ist 4,9 Ampere, wie wir ausgerechnet haben ungefähr. Also 4,896 und noch ein paar zerquetschte. So, dann gucken wir, gehen wir aufs Minimum mit dem Cursor. Minimum suchen. Relativ schwierig mit den Cursors. Mit den Cursors. So, jetzt nochmal Draw. Und hier, wie ausgerechnet, ungefähr unsere 3,1 Ampere. Wie ihr gesehen habt, war es ja relativ schwierig, die Werte aus dem Drosselstrom mit den Cursoren herauszubekommen. Deswegen gibt es auch noch eine andere Methode, und zwar mit der Punkt-Mesh-Anweisung. Also ich gehe hier wieder über die Punkt-OP-Anweisung und gebe hier einfach Punkt-Measure. Dann muss ich einen Namen vergeben. Sagen wir mal dann der Drosselstrom IL1 Max. Und dann kann ich hier einfach Max von IL1 angeben. Die kommt man nicht weiter durch Enter drücken, wenn man eine Zeile weiter will, sondern muss Ctrl-M drücken. Und jetzt kann ich im Prinzip das gleiche Kommando fast nochmal schreiben. Ich will jetzt das Minimum von IL1, also Namen vergeben. Min von IL1. Achso, ich habe es natürlich, muss ich das hier wie ein Spice angeben. So, und dann kann ich noch Punkt Measure IL1 AV, das wäre der Mittelwert. Dann muss ich AVG angeben. AVG von IL1. So, das kann ich jetzt hier alles eingeben. Lass die Simulation nochmal durchlaufen. Und drücke jetzt Steuerung L und sehe hier meine Werte. Also hier wäre der Maximalwert 4,9 Ampere ungefähr, wie wir ausgerechnet haben. Der Minimalwert 3,1 Ampere und der Mittelwert ungefähr 4 Ampere. Also das wäre nochmal eine weitere Möglichkeit.
die Werte von der Drossel zu bestimmen oder auch andere Werte. So, was kann ich jetzt noch in LTSpice machen? Ich kann mir natürlich die Bauteilbelastung, also die Strombelastung der Bauteile anschauen. Hier, wenn ich einfach drauf gehe auf das Bauteil, erscheint halt die Strommesszange und dann klicke ich und dann kann ich mir zum Beispiel den Strom durch den Schalter anschauen und den Strom durch die Diode. Und hier sehen wir halt schön, dass der Strom durch den Schalter plus den Strom durch die Diode den Strom der Induktivität ergibt. Also sind auch Maximalwerte des Schalterstroms und des Diodenstroms gleiche Maximalwert des Stroms durch die Induktivität, halt wie wir es auch in der Theorie gesehen hatten. Und so kann ich halt Schalter und Diode auch schon strommäßig auslegen. Jetzt nochmal zurück. Ich kann mir natürlich jetzt auch für den Diodenstrom den Mittelwert durch die Diode anschauen. Und das wäre im Prinzip der Ausgangsstrom 1 Ampere. Das hatten wir auch in der Theorie gesehen. Also dass der Strom durch den Nutzwiderstand, der war ja 1 Ampere jetzt hier, weil 48 Volt rauskommt, an 48 Ohm ist 1 Ampere. Und der mittlere Diodenstrom ist auch 1 Ampere. Also das wäre jetzt hier ein weiterer Beweis der Theorie vom letzten Video. Dann kann ich natürlich auch noch weitere Bauteile auslegen, wie zum Beispiel, wir müssten ja den Strom durch den Kondensator wissen, um den Kondensator auszulegen. Dafür mache ich erstmal ein paar Werte weg hier und wir können uns hier den Strom durch den Kondensator anschauen. Und ich kann einfach drauf gehen und sehe dann hier den RMS-Wert und der ist ja für die Lebensdauerberechnung interessant. Wir hatten ja eins beim Video von der Auslegung des Tiefsetzstellers gesehen, wenn ich jetzt halt einen Kondensator suche, der diesen RMS-Wert hat, passt das meistens. So, wenn ich natürlich vom Eingangskondensator den Strom anzeigen lasse, kommt da nichts. Und zwar liegt das daran, weil hier ja im Prinzip eine ideale Spannungsquelle parallel hängt. Das halten wir ja in der Wirklichkeit nicht. Wir hätten ja jetzt, wenn das hier das Netzteil wäre, dann hätten wir natürlich da zum Beispiel eine Induktivität, die kann ich jetzt aufrufen mit L und baue die mal dazwischen. Und da reicht hier 10 Mikrohenry. Simulation nochmal starten. Und jetzt können wir uns IC1 angucken, jetzt schauen wir mal hier und sehen hier auch jetzt wirklich den Eingangsstrom durch das nämlich IL2. Also die Induktivität glättet jetzt den Eingangsstrom und wir können uns jetzt von IC1 die Strombelastung anzeigen. Hier den RMS-Wert. Jetzt kann ich natürlich auch wie eben hingehen, kann ich hier über die Punkt-OP-Anweisung den Strom anzeigen lassen durch den Kondensator. Zum Beispiel Punkt-Measure. IC2 oder die IC1, dann RMS-Wert und dann von IC1. So. Dann nochmal von dem zweiten Kondensator, vom Ausgangskondensator IC2, der Effektivwert, den Effektivwert anzeigen lassen. RMS von IC2. Übrigens macht er diese Berechnung über die Fensterbreite, die ich mir anzeigen lasse. Ich kann mir ja hier der Simulation das Kommando aussuchen. Ich lasse mir erst ab einer Sekunde die Werte anzeigen, dann ist der Tiefsatzstelle eingeschwungen und ich lasse mir hier im Prinzip die letzte Millisekunde anzeigen. Und von dieser Millisekunde rechnet er die Werte aus, also von diesem Fenster, was hier drin ist. Jetzt lasse ich einfach nochmal die Simulation durchlaufen und drücke auf der Tastatur STRG L, dann wird die Logdatei angezeigt und wir sehen hier dann die Strombelastung der Kondensatoren
wo ich jetzt danach die Kondensatoren auslegen könnte. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, was wir hier gemacht haben, wenn ich hier drauf gehe. Ja, hier auf dem IC1 haben wir 516, 517 Milliampere ungefähr. Und in der Logdatei steht, okay, hier ist etwas. Ja, ich weiß auch nicht, wo die Unterschiede kommen. Hier 2 Milliampere ist der Unterschied. Hier sagt er auch von wo bis wo. Sonst kann man das hier auch in dieser Mesh-Anweisung angeben, from und to. Und dann nimmt er dann über dieses Intervall dann die Werte. Ja, das ist im Prinzip, was ich euch zeigen wollte. Ihr seht, man kann viel mit LC-Device machen. Man kann den Hochzeitsschneller schon auslegen und viele Werte anzeigen lassen, wie die Ströme durch die Kondensatoren, Maximalströme von den Dioden und von den Schaltern. Und wir konnten die Theorie beweisen, wir konnten Spannung sehen. Worum geht es im nächsten Video? Im nächsten Video simulieren wir den Tiefsatzsteller. So wie wir heute den Hochsatzsteller simuliert haben. Ihr könnt euch ja auch mal LT-Spice runterladen, falls ihr es nicht bereits installiert habt. Und ich denke, ich habe euch heute genug Handwerkszeug auf den Weg gegeben, dass ihr den Tiefsatzsteller selber mal versuchen könnt zu simulieren. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Aber ansonsten werden wir den auch im nächsten Video simulieren. Aber wir werden nicht nur den Tiefsatzsteller simulieren, sondern wir werden auch eine PWM aufbauen und die Regelung des Tiefsatzstellers durchführen. Und zwar lernt ihr die Spannungsregelungen kennen, auf Englisch Voltage Mode Control, die Vor- und Nachteile. Außerdem zeige ich euch weitere Tipps und Tricks für LC Spice. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. So verpasst ihr kein Video und werdet bestimmt zum richtigen Schaltnetzteil-Experten. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Elektronik-Tutor.